Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge haben wir den Gatträger, so ist das, wie ich glaube ich, erledigt und uns eine voll unbrauchbare Waffe für Elise ergattert. Und ja, wie gesagt, ich hatte noch ein anderes Viech entdeckt auf Screen schon vor was weiß ich wie vielen Parts, als er zum ersten Mal in der Bermia-Schlucht war. Nee, Quatsch, irgendwann danach jedenfalls. Und ja, ich bin gerade in der Bemir-Schlucht angekommen und ich sollte vielleicht mal das Gericht hier schon mal. Ich habe so ein 100% mehr Erfahrungspunkte Gericht geholt. Ja, ich habe mich dann auf den Weg hingemacht und ich bin jetzt noch am Eingang, aber irgendwie ist hier noch was anderes aufgetaucht und ich weiß nicht, was das ist. Aber es sieht irgendwie sehr verdächtig aus und deswegen kämpfe ich mal dagegen. Ein Gentle Sylph. Was? Warte mal, sind die Gegner hier hochgelevelt? Nee. Das ist ein ganz normaler Gegner oder was? Gibt's doch nicht. Verarsch mich doch nicht so. Hier Schreck meines Lebens erst. Ja, toll. Jetzt habe ich nicht nur. Verdammt. Dann gehe ich meinen ganzen Weg nochmal nach oben und zeige euch. Wie jetzt natürlich verbunden mit Lise, gut, so soll es auch sein. Egal, zeige ich euch hier mal ein paar neue Monster an. Ich dachte, da wäre irgendwie so ein optionaler Boss wieder. Ich habe immer noch ein Auge auf mich selbst, aber nicht mehr so streng. So, dann gehen wir jetzt mal zu dem Biest. Ignorieren erstmal alles andere. Also sonst ist mein Gericht abgelaufen und das wäre ein bisschen blöd. Und das wären dann weggeworfene Erfahrungspunkte. Das wäre überhaupt nicht schön. Okay, du weg. Ey, du kannst mich mal. Mann. Ich glaube, in jedem Gebiet ist so ein Viech, kann das sein. Lass mich in Ruhe. Jetzt ist es ganz oben, das weiß ich auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, davor, wo der riesige Schmetterling, Schrägstrich Motte, Schrägstrich was weiß ich, war. Lass mich durch, danke. Hier, glaube ich. Da oben, da sieht man schon. Wie gesagt, ich habe das, wie ich nur angesehen habe, schon, habe mir schon gedacht, dass es ein optionaler Boss ist und wahrscheinlich so ein Teufelsbiest. Aber naja, wer weiß, vielleicht ist er auch keins. Wieso hat er jetzt irgendwo eine Waffe? Da an den Füßen, oder? Nee, das sind nur die Füße. Keine Ahnung, wir machen es auf jeden Fall platt. Voll zahm. Du bist aber nicht so zahm, ne? Voll zahm. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Du bist schwach gegen Erde, okay. Ich glaube, ich steuere mal Alvin. Mal ausnahmsweise wieder. Ich baue Jude wegen seiner Dingensfertigkeit. Boah, das ist ja so ein Luxus, dass ich jetzt so lange so schnell aufladen kann. Aua. Es gibt keinen perfekten Partner. Okay. 1, 2, 3. Warte mal, wie oft kann ich ihn aufladen jetzt? Aua. Ja toll, ich weiß ja natürlich jetzt alle Kombinationen noch auswendig. Das hier weiß ich noch. Ja, super. Aber ich kenne das hier noch. Jetzt voll kann das Schwert rein. Hahaha. Yes. Geht's noch, Elvin? Lied der Verzweiflung. Gehst du mal weg? Wow, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesteuert. Deswegen muss ich mal gucken. Au. Au. Ey. Wo hast du denn noch angekommen? Okay. Boah. Ich kenne natürlich die ganze Kombination auswendig, ist klar.
Sag, was soll ich mal einige aufgeladenen Angriffe von Bams. Den. Oh. Komm her. Boah, ich kann ja gar nichts verdienen mit Jude. Aber du wirst. Hä? Ich hab dich gebunden? Komm her. Ich kann dich binden. Kein Ding. Mila, hilf mir. Aber. Komm schon, mit dem muss ich doch ein paar Höllenscheiterhaufen. Zack. Achso, den hatten wir ja schon. Sind schon lange. Aua. Mann. Los. Binden. Wenn's geht. Ah, ich weiß nicht, wo ich hier angefangen habe und wo nicht. Warte mal, kann man die mystische Art auch irgendwie aufladen? Oder die Arcana? Das war ja voll imbar irgendwie. Aber die schaffe ich doch wohl nur in einem Part, ne? Genauso wie ein andere Viech, aber ist schon manchmal. Blöd ist, dass Viech fliegt und ich erreiche es nicht, wenn es fliegt. Nicht so gut, jedenfalls. Aber wisst ihr was? Elvin Rowan. Au! Oh Gott! Ich setze die Arcana ein, ey. Du bist schwach gegen Erd, ne? Autsch! Hilfe! Mann, gibt's doch nicht. Das sollte Rowans großer Auftritt sein. Was zum Teufel? Warum machst du so viel Schaden? So, hier ist Erde, geil. Nium. Nein, Nium. Nium. Nium, Nium. Ich weiß es nicht. Noch mehr Erde. Alter, warum macht das Viech so viel Schaden dagegen? Gegen Rowan. Hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit. Zack, Portgefahr, komm schon. Zack, 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 zack. Oh nein, das tust du nicht. Ah, oh nein, Elise. Geh weg, kann ich die Zeit anhalten? Zack, ups, Bams. Vor allem hat Viech zaubert so schwache Viecher noch. Ich glaube, das irgendwas bringt. Zack. Zack, 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 oh Gott, Hilfe. Warte. Ey, was soll das? Aua. Haha. Zack, oh Gott. Hilfe, 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 Hilfe. Ha. Jawohl. Komm schon. Ich verstehe zwar nicht, warum ein Flugwesen gegen Erde anfällig ist, aber okay. Jawohl. Ah, Jude, warum greifst du uns an, du Idiot? Und Powertreffer, Powertreffer, Powertreffer. Und. Powertreffer, Powertreffer, Powertreffer. Bams. Das tut doch weh. Aua. Oh. Und. Zack. Ha. Also ich muss doch irgendwas mit Elise hier einsetzen können. Komm her. Bams. Oh. Geil. Ja, auch damit. Warum greift ihr uns denn alle an? Was soll das denn? Jetzt machen wir das ein. Nein, Rowan ist verwirrt. Der alte Mann weiß nicht, was das macht. Und ich drück auch noch volle Möhre. Ah. Ich drück mal noch weiter. Feuerball, Feuerball. Zack und zack.
Bams, 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 Bams. Das scheiß Viech sitzt hier die ganze Zeit. Und Jude macht gar nichts irgendwie. Schon. Luftdruck. Bams. Bring's voll. Nein, Leia, nicht auf mich. Du bist gar nicht auf mich, okay. Ja. Immer schön Luftdruck einsetzen. Alles ist gut. Feuerball, Bams, 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 Bams. Show me cool down. Und du bist weg. Ha. Wir haben so geschafft. Ja, macht doch nicht so rum. Vollkicks der Grollende. Voll Sex der Grollende. Voll. Und zwei Level Ups. Gut, jetzt haben wir auch Waffen für Jude. Ha. Den Teufelsclown Beherrscher haben wir jetzt. Lass mich raten, die sind nicht so gut. Nee. Was zum Teufel? Soll man die eigentlich schon viel früher machen oder was? Ich habe die aber jetzt kaum geschafft. Ah. Eine Waffe von Vollzahm. Eine Teufelsbestie. Sechs schwarze Klauen, die einen Groll auf alles Lebendige hegen. Aber noch die Füße, okay. Es geht. Nee, okay. Boah, voll verarschen. Nee. Hab ich ja schon viel bessere Sachen. Hat man davon, wenn man die ganzen Shops hier aufballert, ne? So. Intelligenz, da brauchst du nicht, Elvin. Ganz dumm wie Stroh sein, absolut. Teils voll aus. Dauerhaft kritisch, ja. Ich kann mich nicht entscheiden. Komplettschutz ermöglicht die Verringerung magischer und physischer Schäden durch Zauberschutz. TP gewinnen. Zornschürer durch Verspotten, nein. Schwierig. Tödliche Eröffnung. Nach einem Rückwärtsschritt auswählen bei einem feindlichen Angriff ist kritisch. Geistaufladung. Erhöhte bei jeder Lang plus 3 Punkt TP. Das ist doch gut. Machen wir das. Auch wenn es jetzt ewig dauert, hier irgendwie was zu bekommen wieder. Wenn wir nur 2 WP bekommen, ich hoffe, das ändert sich bald wieder. Ich habe so das Gefühl, nicht. Was haben wir hier? Ja, komm, TP-Schub. Njum. Ich bin auch voll die Sachen hier ignoriert. Oh, gleich der Part schon wieder vorbei. Wenn ihr nur 50% des letzten Schadens zurückerlangst. Oh. Geil. Was nehmen wir denn da? Weiß nicht. Boah, so schwierig hier die Entscheidung jetzt. Ich hab so das Gefühl, ich würde mich fast skillen die ganze Zeit. Ich habe nichts dazu, egal. So, wann ich dann im nächsten Part wache, das Eila ist, müsste jetzt schon entkommen sein. Also, was wir im vorletzten Part gemacht haben, wir mussten ja eigentlich Eila verfolgen, bin ich gar nicht drauf eingegangen im letzten Part. Bäh. Ja, die ist wahrscheinlich schon längst geflüchtet. Und ja, keine Ahnung. Gehen wir nach Shelton, da weiß ich wenigstens, dass nichts passiert, so Cutscene-mäßig. Deswegen gehe ich immer hier zur Sicherheit hin. Und ja. Obwohl. Ich kann nicht mehr. Age must have dulled my combat skills more than I'd realized. Ach, wie kommt's denn da auf? Ja, egal. Mach ich im nächsten Part oder auch Screen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales. Ja. Tschüss!